Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot 3D Remake. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man Pokémon fängt. Zumindest glaube ich es. Dann sollte ich mal gucken. 5 Pokébälle habe ich noch, genau. Dann gehen wir uns jetzt einen Bisasam fangen. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Oder vielleicht ein Ratzfratz. Aber ein Bisasam würde, glaube ich, am besten zu mir bis jetzt passen. Und ich hätte am liebsten Bisasam, denn 2 von 3 Starter-Pokémon zu haben, wäre schon ultra gut. Und ich glaube, hier hinten gibt es noch welche. Mal gucken, hier hinten haben wir auf jeden Fall welche gelebt. Wenn nicht, können wir uns ja immer noch einen Ratzfratz fangen. Obwohl Ratzfratz nicht so mein Favorite ist von der Stärke her. Also ich finde sie echt süß. Aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt zum Kämpfen. Da hätten wir einen Bisasam. Okay, dann Bisasam. Ich wähle dich, Shiggy. Shiggy ist Level 6. Das sollte doch klappen. Dann diese Attacke. Oh, okay, da sind 2 Bisasams. Ich weiß nicht, ob das andere sich dann einmischt. Ich hoffe nicht. Da, greif an, Bisasam, Shiggy, los, noch einmal. So, und wenn es jetzt besiegt ist, dann muss ich wieder auf mich gehen, Shiggy zurückrufen und zwar jetzt auf Löschen drücken, also auf Entfernen, dann kommt man in die Pokémon-Animation. So, und Bisasam wurde gefangen und Shiggy ist auch noch recht gut am Stissel. Nice, auch so, und wenn ihr die Maus noch so seht, dann müsst ihr wieder Löschen drücken, sonst seid ihr wieder in der Pokémon-Animation und wenn ihr irgendwo hinklickt, schmeißt ihr den Pokéball weg und das wäre echt schade drum. Deswegen immer wieder nochmal auf Löschen drücken. Okay, dann würde ich die beiden nochmal heilen und dann anfangen, gegen die ersten Trainer hier zu kämpfen. Hier sind doch welche. Irgendwo hier hinten waren welche. Irgendwo auf dem Wegesrand. Aber ich habe keinen Plan, wo sie jetzt sind. Oder war hier nicht hier oben einer? Ich bin noch gerade an ihm vorbeigelatscht. Ja, da wäre einer, aber ich muss erst mal heilen gehen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich im Pokémon Center war und dann würde ich gegen ihn dann nochmal kämpfen. Bisasam und Shiggy geht's gut. Aber ich glaube, man kann die auch noch nicht umbenennen. Das wäre auch echt cool. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich in den Kreis. Okay, und jetzt muss ich dem Kampf zustimmen. Ich habe zugestimmt. Okay. Shiggy, bleib hier. Ey, wo läuft dein Shiggy hin? Was? Es ist abgehauen. Dein Shiggy ist abgehauen. Ja, lass kämpfen. Let's go. Da ist es. Hey, warum kann es mich nur angreifen? So, jetzt. Was hast du davon, Shiggy? Los, gib's dem Shiggy. Gib's dem Shiggy. Ja, hat Shiggy besiegt. Ich hab dich besiegt. Oh ja, ich hab 100 Gold gekriegt. Wie cool. Oh, wie cool. So, dann bin ich jetzt wieder er. Und kann ich jetzt nochmal gegen dich kämpfen? Nein, aber das müssen wir unbedingt speichern. Cool. Wir haben Bisasam noch voll am Stissel und mit Shiggy gewonnen. Das sollte doch für den hier unten auch noch reichen, oder nicht? Da ist er. Werden dich jetzt besiegen. Fordere dich zu einem Kampf. Ja, ich möchte mit dir kämpfen. Und, okay. Oh nein, du hast einen Glumanda. Warum kann ich nicht kämpfen? Oh, okay, weil es besiegt ist. Dann ach so, ich war auch auf dem Falschen drauf. Da kann ich ja gar nicht gewinnen. Da muss ich die auswechseln, indem ich einmal draufklicke und dann ups, da muss ich ja langlaufen. Und dann so, immer Q drücken. Sonst funktioniert es nicht. Hey, warum kämpft es nicht? Hier unten kämpft es nicht. Hey, kämpfe! Warum kämpfst du nicht? Kämpfe doch. Warum kämpfst du nicht, Bisasam? Warum sehe ich nur Bäume und warum? Ich klicke doch. Jetzt hast du verloren. Irgendwas klappt hier nicht. Okay, ich gehe nochmal schnell da oben die beiden heilen und dann kämpfe ich gegen euch hier beide unten nochmal. Da oben hat es echt gut geklappt. Aber hier hat er irgendwie nicht angegriffen. Und bei Shiggy habe ich den Fehler gemacht. Da war ich noch auf Ash drauf und nicht auf Shiggy. Ihr müsst immer nochmal Q drücken. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich einfach so ein bisschen da anstellt. Okay, dann Pokémon Center und dann frisch geheilt nochmal gegen ihn antreten. Ja, danke Schwester Joy. Speichern. Gespeichert sollten wir auch haben. Und nochmal gegen ihn. Wo bist du? Da unten.
Vielleicht sollte ich auch schon Shigi und Bisasam nochmal wechseln, denn... Hey. Ah, jetzt haben sie gewechselt. Denn Shigi ist ja eigentlich stark überlegen. So, Shigi ist auch schon draußen. Vielleicht sollte ich mit Shigi in den Kreis gehen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Wer weiß. Da kommt es schon an und will gegen mich kämpfen. Nein, was mache ich denn? Ah, ja, aber Shigi kämpft. Shigi ist ein guter Kämpfer. Also, ja, was heißt gut, aber es kämpft wenigstens. Los, kämpf. Okay, ich habe verloren. Dann komm zurück, Shigi. Komm zurück und wir wechseln. Ja. Und... Hey, warum hast du es zurückgerufen? Okay, wartet. Ist gar nicht so einfach, das immer zu wechseln und zu rufen. Willst du jetzt nicht mehr gegen mich kämpfen? Hm. Wenn ich da reingehe? Auch nicht. Ich glaube, wir haben gegen ihn verloren. Nein, wir haben verloren. Ich habe mich aber auch angestellt und das zweimal. Ist das Glumanda irgendwie weg? Aber im Grunde müsste es ja jetzt hier Bisasam angreifen, wenn es noch da wäre. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder zurück in die Stadt. Ich gucke mir die Stadt mal an. Vielleicht können wir ja auch schon Rocco herausfordern. Na klar, wir werden wahrscheinlich nicht gewinnen. Nicht, wenn wir nicht mal gegen euch alle so easy gewonnen haben. Oh, er würde noch mal kämpfen. Kann ich schon auf Bisa wechseln? Ja. Si. Dann, let's go. Okay. Bisa. Bisa macht irgendwie keine Attacken, habe ich das Gefühl. Bisa macht wirklich keine Attacken. Ich drücke hier was und es macht nichts. Also Shigi nimmt keinen Schaden. Okay. Zurück. Und Shigi gegen Shigi. So. Jetzt wirst du besiegt. Los, komm her. Irgendwie ist meine 2-Attacke, mein Kopfstoß stärker. Nein! Oh, wie knapp! Aber jetzt ist Bisasam wieder am Leben. Irgendwas stimmt hier nicht, würde ich behaupten. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Jetzt könnte ich wieder wechseln. Und es wieder rausholen. Na, ich müsste ja laufen. Und kann ich jetzt kein Bisasam beschwören? Doch nicht. Doch, da ist es, sag ich doch. Haha, und jetzt komm hierher. Aber es kämpft trotzdem nicht. Sie, okay, kämpfen. Nee, dann kommt es wieder neu raus. Aber es kämpft auch nicht, mein Bisasam. Irgendwie kann es nicht kämpfen. Es kann springen. Jetzt steht's auf ihm. Ah, es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Zurückrufen. Hm. Vielleicht sind die beiden einfach noch ein bisschen verbuggt. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bearbeitungspotenzial da. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja ganz neu und ich hoffe, dass hier einfach noch ganz viele Updates kommen, die das Spiel noch ein bisschen verbessern können. Achso, ich muss ja erstmal heilen. Hm. Immer so viel heilen. Ja? Ah, danke. Dankeschön, Schwester Joy. Dann würde ich mal gucken, ob ich da in die Arena kann. Oder in den Market. Ich habe doch jetzt 100 Gold. Mal gucken, was ich mir von 100 Gold kaufen kann. Bestimmt das da. Pokebälle. Hm, Heilung brauche ich jetzt nicht. Einen Pokeball würde ich aber wirklich kaufen. Was kostet der? 50. Habe ich mir geholt. Habe ich jetzt noch Geld? Was kostet... Nee, nee. Was haben wir hier? Und kann ich jetzt wieder reinkommen? Verkaufen kann ich noch nichts. Ich denke, dass das Verkaufen ist. Ich habe noch keinen Plan. So, aber das ist ja jetzt auch egal. Wir gehen einfach nochmal hier drüben gucken. In der Pokémon-Arena. Und wenn nicht, versuche ich mir noch so ein Horn-Dio zu fangen. Denn Bibor wäre schon echt cool. Auch wenn zwischendurch Safcon ein bisschen langweilig ist. Ja, ich kann gegen ihn kämpfen, oder? Warte mal. Rudi, ich hole mal mein Pokémon schon raus. Sie. Okay. Ja, ich kann gegen ihn schon kämpfen. Oh, nix. Nein, was tust du? Habe ich es zurückgerufen? Hä, was war das? Erstmal wechseln, so. So. Shigi. Wo ist Onyx hin? Da.
Welches Level hat es? 20? Wie krass, aber es steht da voll dumm rum. Ich kann gewinnen, weil es da nicht richtig steht, glaube ich. Hör ich auch Blubbel? Nein, was habe ich getan? Ich stand da perfekt. Ja, aber es greift irgendwie nicht an. Ja, hier ist Blubbel. Blubbel müsste doch sehr effektiv sein. Ich sehe nicht mal seine Lebensanzeige da. Okay, also ich tue ihm Schaden, aber er tut mir nicht Schaden irgendwie. Das ist ja auch unfair. Aber Level 20. Ich mache fast gar keinen Damage. So, ich muss ja immer hier reinklicken, deswegen. Los. Kann ich nicht nochmal so einen Kopfstoß machen, damit ich hier reinkomme? Nein. Aber raus bin ich gekommen. Ja, gut zu wissen. Springen kann ich auch nicht. Okay, dann muss ich es jetzt besiegen. Jetzt komme ich auch gar nicht mal richtig raus. Los, Onyx. Blubber. Blubber. Kann ich noch was mit der 5? Die 5 war doch auch. Ja, hier. Wie viel Schaden macht das? Fast gar keinen. Okay. Ich muss doch hier reinkommen. Bin doch auch rausgekommen. Los. 50.000 Jahre später. Los, komm jetzt. Stirb, Onyx. Stirb. Blubber. 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 Wird besiegt. 10.000 Jahre später. Ach man, Onyx, jetzt. Nur weil du alt wie ein Stein bist, muss doch der Kampf nicht auch so lange dauern. Oh man, oh. Los, Onyx, wird besiegt. So viel später, dass Ryan keine Lust mehr hatte. Was ist das für ein Spiel? Ich durfte eigentlich gar nicht gewinnen, aber ich glaube, ich gewinne. Und das mit Level 6 gegen ein Level 20er Onyx. Und ich hätte noch einen Level 5er Bisasam, was irgendwie keine Attacke ausführt. Also ist es dadurch okay? Ich denke ja, denn das Spiel ist einfach noch nicht ganz, ganz richtig. Also nicht ansatzweise. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay, denn man wird, glaube ich, eh nicht viel weiterkommen. Bis jetzt. Und ich denke auch bei jedem Update erst mal noch seinen Spielstand verlieren. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Yeah. Ich komme trotzdem nicht rein. Ruf Bisasam zurück. Ich habe jetzt gewonnen gegen dich. Ich habe gegen dich gewonnen. Wie findest du das? Mit einem Level 7er und einem Level 5er. Es hat ein ganzes Level gekriegt, aber auch nicht mehr, weil es, glaube ich, nicht mehr XP kriegen kann. Okay. Also den ersten Arena-Orden habe ich schon mal. Ich würde dann versuchen, in der nächsten Folge den zweiten Arena-Orden zu bekommen und meine Pokémon noch zu leveln und noch ein paar weitere interessante zu fangen. Aber das alles sehen wir in der nächsten Folge. Pokémon 3D Feuerrot Remake in Unreal Engine 4 Grafik, nicht zu vergessen. Bis dahin, macht's gut, lasst eine Bewertung da, macht's gut und tschüss. Tschüssi. Tschüss. Hui. Und ich gehe jetzt gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Ah, da führt ein Weg, glaube ich, lang. Ja, das könnte gut sein, aber müsste ich nicht eigentlich nach da gehen? Nee, aber da ist ja nichts. Da ist nur das Meer. Oder? Ab wann wird das gerendert? Nee, ist das Meer, ne? Ja. Ja. Ist das Meer. Ja. Oh, nee, ist nicht das Meer. Ist Felsklippe. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, hier wäre einfach das Meer. Aber hier ist gar nichts. Link unten zu dem Spiel in der Videobeschreibung. Macht's gut. Tschüss.